Wie und warum entwickelt der obere Teil des Trapezius Verspannungen und Triggerpunkte? Darum soll es in diesem Video gehen, weil vor allem der obere Teil des Trapezius ist der Teil des Muskels, von dem die allermeisten Leute, die mit diesem Muskel Probleme haben, betroffen sind. Hier in dieser oberen Nackenregion. Bevor wir in das Thema ganz tief eintauchen, möchte ich allerdings noch etwas in Eigenregie sagen. Und zwar, mich erreichen sehr oft Fragen wie, wie oft soll ich meine Triggerpunkte massieren, meine Faszien massieren, meine Muskeln massieren? Wie oft soll ich mich dehnen? Soll ich mich überhaupt dehnen? Welche Massagetechniken sind die besten etc. pp. Also alles Dinge, die man sich vielleicht fragt, wenn man neu bei diesem Thema ist, ja, Selbstbehandlung. Ich habe dazu einen kleinen Videokurs gedreht, der ist kostenlos und den erhaltet ihr, wenn ihr euch für meine Newsletter anmeldet. Das könnt ihr hier unter diesem Video tun, indem ihr auf den Anmelde-Button klickt oder wenn ihr gerade auf YouTube seid, indem ihr unten in der Beschreibungsbox auf den Link klickt, Triggerpunkt und Faszien einmal eins. Damit genug zur Eigenwerbung. Jetzt möchte ich mit euch in das eigentliche Thema eintauchen, und zwar, wie entstehen denn jetzt Probleme im oberen Teil des Trapezius? Dazu werde ich euch zuerst erklären, was für Funktionen der Muskel hat. Das ist ganz wichtig, damit ihr das nachher auch wirklich verstehen könnt. Und dann werden wir einfach einige Beispiele durchgehen, ja, aus dem Alltag. Wir werden kurz über Stress sprechen, wir werden über Sport sprechen, wir werden über Beinlängendifferenzen sprechen etc. pp. Ist ganz interessant. Ich möchte einfach schauen, dass ich hier ein möglichst großes Gebiet abgrase und euch möglichst viele Beispiele gebe, wie dieser Muskel Probleme entwickeln kann. Dann geht es jetzt los mit der Funktion des oberen Trapezius. Der obere Trapezius ist ein Muskel, der hier von der Halswirbelsäule nach unten in Richtung eurer Schultern läuft. Und wenn sich beide Seiten anspannen, streckt ihr euren Hals. Das heißt, ihr bringt den Kopf nach hinten. Dann hilft der Muskel auch noch, die Halswirbelsäule zu drehen. Er hilft, die Halswirbelsäule in eine Richtung zu beugen. Und was auch noch ganz interessant ist, das waren alles Dinge jetzt im Bereich Halswirbelsäule, er hat auch noch einen Einfluss auf die Schulter. Und zwar hilft er hier bei einer Elevation, bei einer Anhebung der Schulter und somit auch ein bisschen, hilft er auch, wenn wir den Arm zur Seite hin anheben. Jetzt habe ich meinen Inhalt verloren, den brauche ich, das ist wichtig. Und Probleme in dem Muskel entstehen ganz generell, ja, bevor wir jetzt auf die Beispiele genau eingehen, entstehen generell, wenn der Muskel zu oft benutzt wird in seiner Funktion, wenn er permanent auseinandergezogen bzw. gedehnt wird, und hier meine ich jetzt nicht Stretching, sondern bestimmte Körperhaltungen, und wenn der Muskel zu lange in einer Position gehalten wird und sich dort anspannt. Dann haben wir bei all diesen Themen eine verringerte Durchblutung, was zu einer geringeren Sauerstoffversorgung führt, was zu einer Veränderung des chemischen Milieus in dem Muskel führt, und das kann zu diesem Spannungsgefühl und auch zu diesem Schmerzgefühl führen und langfristig gesehen zu Verspannungen und Triggerpunkten, ja, die dann vom Trapezius Kopfschmerzen auslösen können, Nackenschmerzen etc. pp. Dann gehen wir jetzt zu diesen einzelnen Beispielen. Fangen wir zum Beispiel mal an mit einem musikalischen Instrument. Ja, also wir gehen jetzt mal das Geigespielen durch, danach erzähle ich was über Beinlängendifferenzen, dann erzähle ich das über Stress. Danach möchte ich noch was zu ungünstigen Arbeitsplatzverhältnissen sagen und dann nachher noch was zum Outdoor-Sport. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Bandbreite hier abgegrast. Geige spielen, warum kann Geige spielen problematisch sein, ja, oder irgendetwas, Gitarre spielen? Ihr haltet euren Kopf in immer einer bestimmten Position. Ja. Ihr haltet die Geige zum Beispiel hier, ihr klemmt die hier zwischen Kinn und Schulter ein. Und das führt natürlich dazu, dass sich bestimmte Fasern des Trapezius permanent anspannen müssen, um den Kopf in dieser Position zu halten. Und das führt dann eben, wie ich schon gesagt habe, zu der verringerten Durchblutung. Und wenn ich das sehr lange mache, wenn ich sehr viele Stunden am Tag übe und während dem Üben vielleicht noch mich ein bisschen verkrampf, dann fördert das massiv die Entstehung von Verspannungen und Triggerpunkten. Das dauert nicht lange, bis die kommen. Etwas Ähnliches passiert, wenn ich, oder eigentlich ist fast das Gleiche, wenn ich mein Telefon zwischen Ohr und Schulter einklemme, ja, dann spanne ich hier auch meinen Trapezius an
und das kann eben auch zu Verspannungen führen. Kommen wir zu dem Thema Beinlängendifferenz. Das ist ja jetzt mal was ganz anderes, aber warum kann das zu einem Problem führen? Beinlängendifferenzen. Egal, ob die jetzt strukturell sind oder funktionell, also strukturell aufgrund tatsächlich von einem zu kurzen Bein oder funktionell, dass das Bein pseudo zu kurz ist durch eine muskuläre Disbalance, dann kommt es dazu, dass wir hinken oder etwas humpeln. Und wenn unsere Wirbelsäule dieses Humpeln nicht ausgleichen würde, indem es den Kopf auf eine bestimmte Art und Weise neigt, dann würden wir wie auf einem Schiff unsere Welt so wahrnehmen, dass alles am Schaukeln wäre. Das passiert zum Glück nicht. Unser Becken gleicht es erstmal aus, die Wirbelsäule gleicht es aus von LWS über BWS bis oben, dann an der Halswirbelsäule, der HWS, wird der Kopf in eine bestimmte Position gebracht, damit wir gerade aussehen und unsere Welt sozusagen auch noch im Gleichgewicht bleibt. Das bedeutet natürlich, dass sich der Trapezius auf einer Seite permanent anspannen muss, um diese, posturale, diese Haltungsdisbalance von unten auszugleichen, dieses Muster, Bewegungsmuster, ja. Und das führt dann eben zu einer Kompensationsbewegung, auch in der Halswirbelsäule, zu einer permanenten Anspannung des Trapezius und somit kann das auch zu Verspannungen und Triggerpunkten in den Muskel führen und dann zu Kopfschmerzen. Also, es könnte sein, bei manchen Leuten, die ein zu kurzes Bein haben oder die eine Verletzung hatten am Sprunggelenk und dann auf Krücken gehen und danach humpeln und dann Kopfschmerzen bekommen, dass diese Kette von unten aufsteigt, dann Probleme im Trapezius auslöst und dass das der ursprüngliche Auslösefaktor für die Kopfschmerzen ist. Das ist super interessant und ich möchte einfach hier versuchen, diese komplexen Dinge einfach runterzubrechen, dass ihr damit auch was anfangen könnt. Gehen wir weiter zu dem Punkt Stress. Stress resultiert oft darin, dass wir eine sehr hohe Muskelspannung haben, ja, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen. Und in körperlichen Schutz- und Schonmustern führt das häufig dazu, dass wir die Schultern leicht anziehen und permanent. Ja, also dass ich, wenn ich sehr gestresst bin, dass ich diese Haltung einnehme. Das könnt ihr bei manchen Leuten tatsächlich auch wahrnehmen, mehr oder weniger stark, dass die Schultern immer so ein bisschen hochgezogen sind. Und das bedeutet natürlich, dass die Muskelgruppen, die die Schultern hochziehen, und das ist eben unter anderem der obere Teil des Trapezius, dass die auf Dauer überlastet werden und dann eben Verspannungen und Triggerpunkte entwickeln. Ja, auf diese Art und Weise kann Stress von einer emotionalen Geschichte zu einer muskulären Geschichte werden, die dann Schmerz auslösen kann. Ist eigentlich relativ einfach. Ich habe gesagt, ich möchte noch kurz das Thema anschneiden, ungünstige Arbeitsplatzverhältnisse. Was meine ich damit? Wenn ich einen Schreibtischstuhl habe, dessen Lehnen für mich zu hoch eingestellt sind oder der Schreibtisch für mich zu hoch ist, habe ich meine Arme hier oft drauf oben liegen und die Schultern sind permanent ein bisschen angehoben. Zwar passiv, ja, ich lege meine Arme ja hier ab, das heißt, ich mache das nicht aktiv, meine Muskeln sind nicht angespannt, aber die Muskeln sind in einer permanent angenäherten, verkürzten Position und daran, wenn man das über viele Stunden am Tag, tagtäglich über Wochen, Monate, Jahre hinweg macht, wird der Muskel absolut gesehen kürzer. Ja? Er verliert Sarkomere. Da müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es bedeutet, er wird absolut gesehen kürzer. Das heißt, meine Schultern können dann gar nicht mehr so weit nach unten abgesenkt werden, wie das eigentlich für unseren Körper normal wäre, weil der Muskel zu kurz geworden ist. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, durch diese permanente Verkürzung habe ich hier auch eine verringerte Durchblutung, die, wie ich eingangs erwähnt habe, schon zu einem Schmerzgefühl führen kann, zu einer Verspannung führen kann, zu einem Triggerpunkt führen kann. Ist auch ganz wichtig. Also ihr seht, das ist ein sehr komplexes, sehr vielfältiges Thema. Und jetzt möchte ich noch zu einem ganz anderen Punkt kommen, Outdoor-Sport, wenn wir Backpacken gehen, wenn wir wandern gehen und einen schweren Rucksack mit uns herumtragen. Den haben wir auf dem Rücken, die Schultergurte des Rucksacks hier, die gehen über die Schulter drüber. Und wenn die jetzt recht eng sind oder der Rucksack sehr schwer ist, haben wir hier einen hohen mechanischen Stress auf dem oberen Trapezius. Der wird permanent lastet da Gewicht drauf. Und das bedeutet natürlich auch, dass da was abgedrückt wird, und zwar Blutgefäße werden abgedrückt, die Durchblutung wird etwas vermindert,
Und wir sind wieder beim ganz genau gleichen Effekt. Das chemische Milieu verändert sich und ich kann eben Verspannungen entwickeln oder ein Spannungsgefühl entwickeln. Und wenn ich das nur oft genug mache oder wenn ich mich einmal massiv überlaste, weil ich es überhaupt nicht gewohnt bin und einen ganz schweren Rucksack trage für lange Zeit, dann führt das eben zu Verspannungen und Triggerpunkten. Das waren jetzt unglaublich viele Beispiele, auch ein relativ langes Video. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Was könnt ihr tun? Natürlich besucht meine Website muskel-und-gelenkschmerzen.de. Da zeige ich euch, wie ihr den Muskel spüren könnt, wie ihr ihn massieren könnt. Und wenn ihr natürlich Fragen zur Selbstbehandlung habt, dann wie eingangs schon erwähnt, meldet euch für meinen Triggerpunkt und Faszien einmal eins an. Ich bedanke mich fürs Ansehen des Videos.